Direkt aus dem Schlund der Hölle hätten euch Nathalie Dürberg und Hans Berg letztes Jahr und auch dieses Jahr gern in den Himmel geführt. Leider ist dies nicht möglich. Wir sind etwas ernüchtert anstatt erleuchtet. Obwohl oder gerade weil die Kunst des schwedischen Animationsduos so nah an unserer täglichen Wirklichkeit ist. Auch in ihrem Universum herrscht Verwirrung, Undurchsichtigkeit und Illusion. Nathalie Dürberg entwirft skurrile Szenerien in aufwendigen Stop-Motion-Verfahren. Hans Berg komponiert dazu die Musik. Die beiden arbeiten Hand in Hand. Das Publikum wird in geschickter Kameraführung durch den Raum geschleust und begegnet allerlei komischen Gestalten. Menschenähnliche Figuren, Pflanzen, Tiere, Objekte, Fantasie, Figuren, alle sie sind belebt und wie von einem Dämon getrieben. Dieser Dämon irritiert uns. Er ist uns irgendwie nah. Die Erzählstrategie Dürbergs ist märchenhaft. Frisch, fröhlich, bunt am Anfang, gefriert uns das Blut ziemlich rasch in den Adern. Lust ist in Dürbergs Filmen nicht unbedingt lustig. Dafür aber schaurig faszinierend. Wir versprechen uns und euch, das fantastische Universum von Dürberg und Berg nach Luzern zu bringen. Wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Aber so der Himmel will, soll es in einem Jahr möglich sein, zusammen Kunst zu genießen. Inzwischen haben wir euch ein kleines, skurriles und pikantes Amuse-Bouche vorbereitet und wünschen euch viel Spaß und Schaudern und sehen euch danach im Chatroom auf zumeter.ch oder im Kunstmuseum Luzern.